Motoröl, sehr gefragtes Thema, tausend verschiedene Meinungen. Was eigentlich zu beachten ist, erkläre ich euch im heutigen Video. Zum Thema Motoröl findet ihr wahrscheinlich im Netz oder habt ihr selbst schon im Freundeskreis oder im Schrauberkreis tausend verschiedene Meinungen gehört, tausend verschiedene Meinungen gelesen. Ich habe mich mit Ravenol zusammengesetzt und gebe deren Wissen an euch weiter. Ravenol ist erstmal ein Produzent oder ein Unternehmen, was in Deutschland auch die Öle fertigt. Das heißt, wenn ihr auch im Ravenol-Shop, da kommen wir nämlich gleich zum wichtigen Thema, eins dieser verschiedenen Öle, die die anbieten für Motorräder, für PKWs, auch für Bootsmotoren und so weiter, dann könnt ihr euch sicher sein, dass ihr auch das Öl kriegt, was beschrieben ist. Wenn ihr mal ein bisschen googelt, werdet ihr feststellen, dass es eine gewaltige Plagiatsindustrie gibt zum Thema Motoröl. Da sind die Labels, es ist alles, es ist kein Unterschied zu sehen und drin ist dann irgend so ein, weiß ich nicht, Rohöl. Ja, was augenscheinlich eben der Laie nicht sofort erkennt, wie will man auch einen Unterschied erkennen. Warum ich immer persönlich euch raten kann, ein Motoröl nur von einem zertifizierten, nachweislich zertifizierten Motorölhändler zu kaufen oder bei dem Hersteller im Online-Shop selbst. Das ist ganz wichtig. Was macht denn eigentlich ein Motoröl? Natürlich in erster Linie, es schmiert und zwar die Lagergassen, die alle Lagerstellen, wo die Kurbelwelle sich dreht, die Nockenwelle sich dreht, eine Turboladerwelle sich dreht, Hydrostöße sich bewegen, Ventile, Stößel aufeinandertreffen und so weiter. Dazu kühlt es auch, denn unabhängig jetzt vom Motoröl selbst, von der schmierenden Eigenschaft, hat es ja auch eine kühlende Eigenschaft. Ihr werdet ja selber schon wahrscheinlich eine Erfahrung gemacht haben mit dem einen oder anderen Öl, wo ihr eine niedrigere Öltemperatur oder eine höhere hattet. Dazu hat es auch noch die Eigenschaft, es reinigt. Und zwar in welcher Form? Wenn euer Motor läuft und ihr fahrt damit auf der Autobahn, nicht jetzt gleich bei dem ersten Kilometer, aber vor allen Dingen auch im Kaltstartverhalten, dann habt ihr einen gewissen Abrieb. Der ist im Mikrobereich, aber der ist trotzdem vorhanden. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum das Öl mit der Zeit die Farbe in Schwarz sich umwandelt. Wenn ihr es reingießt, ist es ja in der Regel ja leicht gelblich, hellgelblich. Und wenn ihr so dann nach 10, 15, 20.000 euren Ölwechsel macht, je nachdem wie euer Intervallvorgabe ist, dann ist es ja meistens pechschwarz. Und das Schwarze darin ist nicht nur, sag ich mal, aufgenommener Kraftstoff oder Kondenswasser oder wie auch immer, sondern eben vor allen Dingen auch ganze, ja, Dreckpartikel. Und zwar Abrieb, metallischer Abrieb vorwiegend, natürlich auch sicherlich von der einen oder anderen Dichtung ein gewisser Abrieb. Die Öle binden diesen Abrieb im Öl, damit der sozusagen nicht an den Stellen, da wo er nämlich nicht sein soll, wo er weggetragen werden soll, auch wirklich weggetragen wird und nicht an den Lagergassen kleben bleibt. Dann hat es in dem Fall auch gleichzeitig die Eigenschaft zu schützen. Wie schon erwähnt, hitzebedingt, kühlungsbedingt, reinigungsbedingt. Ganz allgemein, was sagt denn diese Kombinationszahl, zum Beispiel 5W30, eigentlich aus? Die Bezeichnung ist die sogenannte Kardinalszahl, die das Fließverhalten wiedergibt bei tiefen und bei, also bei kühlen Temperaturen und bei hohen Temperaturen. Das 5W steht in dem Fall für das Fließverhalten bei kalten Temperaturen und in die 30 steht dann für das Fließverhalten bei hohen Temperaturen. Achtung, nicht verwechseln, es hat nichts mit 30 Grad zu tun oder 20 Grad. 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, sagt man immer umgangssprachlich, ist eine, umso höher die Zahl, umso dicker. Allerdings gibt es da noch einen ganz wichtigen Punkt. Es sagt auch aus, wie schnell das Öl sich komplett im Motor verteilt hat. Ein 0W braucht 5 Sekunden, ein 5W 10 Sekunden, ein 10W 25 Sekunden und ein 15W 50 Sekunden, bis es sich komplett im Motorraum verteilt hat und überall, ja, ich sage mal, angekommen ist. Jetzt werdet ihr sicherlich fragen, oh mein Gott, ich fahre einen 10W 60, jetzt muss ich ja mindestens 25 Sekunden warten, bis ich überhaupt losfahren kann. Das ist empfehlenswert, nicht
zwingend notwendig. Wir sprechen hier in der Regel dann von Fällen, wo der Motor eine längere Zeit stand und das Öl sozusagen aus den Lagergassen abgelaufen ist. Die Zeiten, die ich eben genannt habe, sind sehr wichtig, gerade für unsere Hobbyschrauber, wo wirklich das Auto vorwiegend nur wegen der Sommersaison gestartet wird. Und da auch nicht jeden Tag, sondern meistens nur zu den Renneinsätzen. Da sollte man auf jeden Fall beim ersten Starten erstmal leiern lassen. In einem unserer Jahresvideos, wo wir den Lader wieder eingebaut haben, haben wir das auch gezeigt, wie man den Öldruck erstmal aufbaut. Was das Alltagsauto angeht, Viertelmeile-Renner habe ich ja gerade erklärt. Wenn ihr zum Beispiel im Winter vor allen Dingen morgens das Auto startet, nachdem es minus 5, minus 10 Grad oder auch 0 Grad nachts war, warte ich persönlich immer, jetzt werden mich wahrscheinlich die Grünwähler hassen, aber es ist leider so, warte ich mindestens 2 Minuten, bis, sag ich mal, ja, ich das Gefühl habe, dass das Öl überall angekommen ist. Im Sommer, ja, ist das in der Regel 30 Sekunden. Öldruck aufbauen lassen, das Öl überall ankommen lassen, dann langsam losfahren und dann erst, wenn der Motor wirklich betriebswarm ist, das heißt, das Öl hat dann Minimum, ja, ich sag mal, 90 Grad erreicht, dann wirklich Gas geben. Kommen wir jetzt zu der zweiten Zahl in der Bezeichnung. Die sagt halt einiges über das Fließverhalten bei hohen Temperaturen aus. Das heißt, umso höher die Zahl ist, umso scherstabiler, umso belastbarer, vor allen Dingen thermisch, ist das Öl. Aber jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Thema. Ein 0W40 ist nicht gleich 0W40 und ein 0W40 muss nicht besser sein als ein 5W30. Denn gerade Öle im Performance-Bereich, das heißt vollsynthetische Öle, da müsst ihr wirklich auch drauf achten. Es gibt ja mineralisches 5W30, es gibt teilsynthetisches 5W30, es gibt vollsynthetisches 5W30 und dann gibt es da auch nochmal verschiedene Technologien. Ja, bei Ravenol ist es die USVO-Technologie unter anderem. Und das heißt nichts anderes, als dass die Zusammensetzung dieses Öls bestimmte additive Zusatzstoffe hat, die für den Einsatzzweck besser geeignet sind als, ja, ich sag mal, Motoröl Y. Da sind wir nämlich auch schon beim Thema, welches Öl ist denn für euren Motor am besten? Es gibt einen Ravenol Ölfinder. Dort könnt ihr eure, ich glaube, Schlüsselnummern eingeben oder euer Fahrzeugtyp raussuchen, mit Motortyp natürlich, und könnt euch dann anzeigen lassen, welche Öle von Ravenol alle für euch empfohlen werden. Achtet bitte darauf, es gibt Öle mit Freigabe und es gibt Öle ohne Freigabe, die aber trotzdem empfehlenswert sind. Wenn ihr da Fragen habt, dann kontaktiert bitte Ravenol, schreibt ihnen einfach eine E-Mail mit euren Fahrzeugdaten, ob es leistungsgesteigert ist, welchen Einsatzzweck ihr habt, fahrt ihr im Winter oder wie im Sommer, und dann könnt ihr euch eine gute Empfehlung geben. Wir haben das persönlich mit unserem Jahres gemacht und uns wurde von Ravenol das 0W40 für den Winter empfohlen. Ihr wisst schon, 0W, klar, verteilt sich schneller, kalter Zustand im Winter. Und im Sommer das 5W40. Und das sind beides Öle, die auch die Ravenol USVO-Technologie haben. Also extrem belastbare und auch für unseren Einsatzzweck geeignete Motoröle. Mein Kameramann hat gerade gefragt, na, dann nehme ich doch, wenn es sowas gibt, ein 0W60. Dann habe ich doch die besten Kombinationsmöglichkeiten. Wie schon von mir erwähnt, so einfach ist es eben auch nicht, denn das 0W ist zwar schnell an allen Lagerstellen, aber es hat auch eben eine gewisse negative Eigenschaft, wenn das Öl sehr, sehr heiß wird. Das heißt, der Öldruck sinkt. Deswegen möchte ich nochmal appellieren, achtet wirklich darauf, was der jeweilige Ölhersteller für euer Fahrzeug von vornherein empfiehlt. Oder kontaktiert diesen direkt, in dem Fall hier Ravenol, denn die sind auch im Motorsport sehr erfolgreich tätig, haben also auch Erfahrung mit leistungsgesteigerten Fahrzeugen und können euch da eine sehr gute Empfehlung geben, die dann auch bei euch sicherlich funktionieren wird. Denn pauschal kann man einfach nicht sagen, dieses 5W40 ist für den R8 V10 am besten geeignet oder auch gleichzeitig für den Corrado 16 V Turbo oder den BMW 320 Diesel. Das funktioniert so nicht. Da sind wir nämlich auch noch mal beim letzten Thema. Unterschiedliche Ölspezifikationen, auch unterschiedliche Motorspezifikationen. Es gibt Dieselmotoren und zum Beispiel Benziner. Und auch da gibt es
innerhalb von Ravenol nochmal Unterschiede. Ansonsten möchte ich euch noch das Ölforum empfehlen. Dort sind auf jeden Fall ein paar ziemlich coole, verrückte Jungs, die wirklich Ölanalysen machen. Und da könnt ihr euch auch nochmal zusätzlich Informationen einholen. Als Fazit, was bleibt jetzt eigentlich bei uns hängen? Was ist jetzt das richtige Öl für mich? Es gibt das richtige Öl für euch, aber ihr müsst es bei dem Ölhersteller oder in dem Fall bei dem zertifizierten Händler anfragen. Ihr müsst erklären, was ihr für ein Fahrzeug habt, was ihr für einen Einsatzzweck, was für eine Leistungssteigerung, und dann kann derjenige oder diejenige euch auch eine richtige Empfehlung geben. Natürlich wisst ihr jetzt 0W, 5W, 10W, 15W und so weiter, unterschiedliche Zeiten, wie schnell es bei den Lagergassen ankommt. Dann wisst ihr, die 20, 30, 40 hat was damit zu tun, wie stabil das ist bei hohen Temperaturen. Und ihr wisst jetzt auch, dass 5W40 nicht gleich 5W40 ist, sondern dass man da auch darauf achten sollte, wofür dieses Öl geeignet ist, was die Spezifikationen sind und vor allen Dingen auch, ob für einen Benziner oder einen Diesel. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann könnt ihr uns natürlich gerne entweder per E-Mail oder per Telefon kontaktieren. Aber auch Ravenol würde sich freuen. Ihr könnt natürlich auch in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn euch das Video gefallen hat und ihr einen Daumen hoch da lasst. Und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann aktiviert doch einfach den Abo-Button und vor allen Dingen die Glocke nicht vergessen, das kleine Symbol. Denn dann werdet ihr immer rechtzeitig über unsere neuesten Videos informiert. Bis zum nächsten Video. Ciao.